Maybrit Illner diskutierte am Donnerstagabend über die Probleme mit der Türkei. Auch CDU-Mann Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, war zu Gast, als die Runde auf den höchst umstrittenen türkischen Einmarsch in die nordsyrische Kurdenhochburg Afrin zu sprechen kam, zeigte das ZDF einen Einspieler. Dieser thematisierte, dass die Bundesregierung allein in den ersten 5,5 Wochen der Offensive 20 Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsgüter im Wert von 4,4 Millionen Euro erteilt hat. Deutlich mehr als der Durchschnittswert des Vorjahres von 3,6 Millionen Euro für einen solchen Zeitraum. Zitat: Herr Röttgen, im Wort hat die deutsche Bundesregierung diesen Einsatz der Türkei gegen die Kurden in Syrien kritisiert, aber das klingt sehr nach Business as usual, sagte Maybrit Illner nach diesen Rüstungszahlen. Anstatt das Verhalten von Union und SPD zu rechtfertigen, kritisierte Röttgen jedoch die Exporte offen. Nach einem Einwurf von Claudia Roth kam er ins Straucheln. Die Bundesregierung, meine ich, hat auch öffentlich erklärt. Ja. Sie hat öffentlich erklärt, dass das auch nicht stattfindet. Ja, war nicht die Wahrheit. Sie hat es erklärt und darum bin auch ich überrascht. Der CDU-Politiker, immerhin Außenpolitik-Experte, offenbarte damit, dass er wohl erst in der Sendung von den Rüstungsexporten erfuhr. Zitat: Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich halte es für nicht richtig. Das muss die Bundesregierung tun, sagte Röttgen weiter. Tatsächlich hatte der damalige Außenminister Sigmar Gabriel im Februar mehrfach versichert, dass seit Beginn der Syrien-Offensive ein kompletter Exportstopp für alle Rüstungsgüter in die Türkei gelte. Hier hat Röttgen also recht. Dass er nicht vor der Sendung von den Exporten wusste, ist jedoch ungewöhnlich. Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnek hatte in einer Antwort auf eine Grünen-Anfrage vom 13. März die Exportgenehmigungen in der Höhe von 4,4 Millionen Euro bekannt gegeben. Grüne und Linke kritisierten das Verhalten der Bundesregierung daraufhin deutlich.